mächtig sein können, wenn wir wollen. Also man sieht es nicht nur heute, wir haben das schon an vielen anderen Demonstrationen gesehen. So, und das andere ist, er hat darauf hingewiesen, dass es gesetzliche Grundlagen gibt, die uns möglicherweise hier auch im Wege stehen. Da gehört zum einen der Lissabon-Vertrag dazu und ich füge hinzu auch noch der Welthandelsvertrag, in dessen Verfassung schon die Konkurrenz unter den Ländern mit drin ist. Also das haben wir zu beachten und dürfen nicht aus dem Blick verlieren. So, jetzt komme ich nun zu einer ganz spannenden Frau. In unserer Rednerinnenrunde darf eine Frau nicht fehlen, die unermüdlich schon seit 3,5 Jahren mit dem Thema CETA, TTIP und TISA befasst ist. Marita Strasser von Campact hat als, da heißt sie herzlich willkommen bitte,